meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute seht ihr meinem Hintergrund mein Arbeitschaos. Wir befinden uns gerade in meinem Atelier bzw. unserem Atelier und ich möchte euch heute meine Düfte vorstellen, die wir für diesen Restock gegossen haben. Hinter mir habe ich schon ein paar Düfte aufgetürmt und möchte euch diese ganz gerne zeigen. Ich hoffe, das Licht ist okay. Zum Arbeiten ist das optimal, aber ich merke gerade, ich glaube, zur Kamera ist es nicht optimal, aber wir gucken mal, ne? So, beginnen wir. Es ist ja September, es kommt der Herbst auf uns zu, die Düftelzeit beginnt wieder und natürlich auch Halloween. Deswegen habe ich mich ein bisschen an die Pumpkin-Saison halt gemacht und zeige euch da zum Beispiel schon mal einen. Den findet mein Mann ganz besonders toll. Das ist der Spiced Bourbon Pumpkin. Schaut so aus. Habe ich zum Beispiel Big Cups von gegossen. Der ist schön würzig, aber kein Maggi-Würze. Der ist, also ich finde, jetzt wo ich nur nochmal dran rieche, weil erst war der mir tatsächlich zu dolle. Aber der ist schon schön. Der hat auch was Holziges, was Ledriges, finde ich, aber hat halt nicht diese typische, ja, ich sag mal, Muff-Pumpkin-Note. Ja, mein Mann, der kam halt an dem Tag, als ich den gegossen habe, kam er hier rein und meinte, boah, hier riecht's ja mega. Ich so, okay. Ja, weil da war er tatsächlich noch zu stark für mich persönlich. Aber mittlerweile, finde ich, ist er gut durchgezogen und der kann was. Ja, da haben wir auf jeden Fall Big Cups von. Ein paar Riegel können wir euch auch anbieten. Ja, die Duftbeschreibungen generell stehen halt auf unserer Website, die jetzt übrigens auch ein bisschen in Bearbeitung ist. Also es verändert sich gerade ein wenig bei uns. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Beschreibungen findet ihr immer auf unserer Website, auf diesen jeweiligen Produkten. Ihr habt halt auch die Möglichkeit, immer zu schauen, was gibt es überhaupt von diesem Duft. Es gibt kleine Dinge manchmal, es gibt aber auch Tafeln oder so, wenn man halt sagt, die Duftbeschreibung, die passt, ja, wie ich auf einmal zu mir passt, nehme ich direkt in groß. Jetzt fehlen mir hier tatsächlich noch drei Etiketten, sehe ich gerade. Scheiße. Naja. Dann haben wir den Deadly Dragon Cave. Den habe ich letztes Jahr schon mal als Halloween-Duft gehabt und konnte tatsächlich noch mal ein bisschen Öl davon ergattern. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal bekomme, aber der ist wirklich eine intensive Knallbombe. Boah, der ist blumig, fruchtig, aber hat auch was, ja, wie nennt man das, so ein bisschen Pfeffer, so wie Pfeffer, was so ein bisschen in der Nase brutzelt. Aber ich weiß, dass er halt wirklich, der war, ist mega angekommen. Und davon haben wir auch Big Cups, aber auch, nein, das ist der andere. Ja, ich habe auch, ach doch, ich sehe gerade, ich habe die Etiketten noch, ich hab den nur auf die andere Seite geklebt, weil das noch die alten Etiketten waren. Also, Kommando zurück, ich habe noch Etiketten gehabt. Ja, einmal Riegel mit so Blut drauf und auch, ja, so Milz habe ich davon gegossen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was, ja, Halloween-mäßiges. Meine kleine Maus ist hier mit am Start mit meinem Mann. so, auf jeden Fall haben wir hier wieder Cups, also Big Cups und wieder Melt Cups. Aber hier sind halt diese Herznuggets, während die anderen ja ganz normale Brocken sind. Hier sind so Herzchen, habe ich hier mit eingepflegt. Und zwar geht es hier um den Hexenkessel. Das melde ich mich mal weg, aber nur das schon mal stellvertretend, damit ihr seht, was es gibt. Ja, der Hexenkessel, der ist... Man muss hier auf Bäriges stehen, also, aber ich finde, also mich persönlich erinnert der total an, ich weiß nicht warum ich an Kirsch-Huba-Buba denken muss, aber für mich hat er tatsächlich was von diesem Kirsch-Huba-Buba, obwohl das tatsächlich ein bärenartiger Duft ist, wie gesagt, Duftbeschreibung auf jeden Fall auf der Website. Ja, super gut, mega, finde ich. Ich mag ihn tatsächlich. Ich finde gerade so, wenn es kalt wird, mag ich sowieso gerne fruchtig, quietsche, süße Düfte. Mein Mann ist da jetzt nicht so der Fan von. Der mag es gerne so richtig schön würzig. Aber ich mag tatsächlich auch was fruchtig, süßes dann um diese Jahreszeit. Das ist so mein Ding.
So, dann haben wir einen Duft. Den hatten wir letztes Jahr auch. Allerdings habe ich davon viel zu wenig gegossen letztes Jahr. Und zwar geht es um Autumn Sunrise. Übrigens, ich habe mich wieder dazu entschlossen, meine Tafeln in diese PP-Tüten. Die sind zwar für den Einkauf wirklich minimal teurer, aber ich finde die einfach besser zu verpacken, damit euch die Tafeln, klar, auf dem Postweg kann immer irgendwas zu Bruch gehen, aber so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ja, die zum Beispiel beim Verpacken, man muss da immer so vorsichtig sein, dass man die halt irgendwie vernünftig verpackt, dass ich mich dazu entschlossen habe, die für mich einfachere Variante wieder zu benutzen. Aber ich habe gesagt, diese PP-Beutel, wo diese Tafeln reinpassen, die werde ich in Zukunft auch in meinem Shop anbieten. Im 5er-Pack, wenn ihr unbedingt diese PP-Beutel haben wollt, diese mit dem Zipper, könnt ihr euch die noch extra dazu bestellen. Also ist jetzt auch kein großartiger Preis, ne? Aber dass ihr wisst, ihr könnt diese PP-Beutel noch zusätzlich kaufen, wenn ihr da total drauf besteht und diese haben wollt. Für mich ist einfach diese einfacher, diese Variante. Und da haben wir Tafeln, aber auch was anderes. Ich habe nach langer Zeit nochmal meine Meltbags gemacht mit Brittles. Ich möchte die jetzt ungern aufmachen, aber ich habe tatsächlich genug, hoffe ich, für euch gegossen. Das ist ein wirklich sehr schön fruchtiger, sandelholzartiger, also wirklich so ganz weich. Also ein weicher, fruchtig, pudriger Duft, aber der knallt, der ist richtig intensiv. Ich weiß noch, als ich ihn gegossen habe, vor einer Woche, glaube ich, war das, da habe ich den... bin ich am nächsten Tag hier reingekommen, weil man muss das Wachs, muss ich ja aushärten lassen. Und ich bin hier reingekommen und habe nur gedacht, mir fetzt alles weg. Das war wirklich, der ist wirklich so intensiv. Ja, gönnt euch. Jetzt habe ich hier einen Duft, da sind wahrscheinlich direkt die Harry Potter Fans unter uns. Ich bekenne mich da auch zu, ganz ehrlich. Werden hier schreien, ja, wie cool ist das denn? Butterbier habe ich geholt. Ich mache den mal kurz auf, das sind ja, die kann man ja gut wieder verschließen. So, würzig, definitiv würzig, aber nicht keine Maggi-Würze. Ich habe ja voll die Maggi-Nase, ich rieche sofort einen Maggi-Duft raus, wenn da irgendwie sowas in der Nähe drin ist. Weil hier ist auch karamellisiertes, was auch immer drin, weiß ich gerade nicht. Aber das, da ist was Sprudeliges, was Prickelndes, also als würde wirklich, könnte man sich vorstellen, man hat gerade einen Krug mit was Warmen, Spritzigem in der Hand tatsächlich. So riecht das und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir den für, ich weiß nicht, wie der ankommt, wenn ihr dann zum Beispiel nach Halloween oder sowas immer noch sowas haben wollt, kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir den nochmal für den Shop hole, weil ich glaube, dass der sehr, sehr gut bei euch ankommen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was Halloween-mäßiges dabei hätte. Ich mache einfach jetzt, so wie ich es hier stehen habe. So, ich habe hier... hier hat der Drucker ein bisschen gestreikt, aber sei es drum, ihr seht ja trotzdem, es sind Etiketten drauf, nur halt nicht in blau, wie man es gewohnt ist. Liebesgeflüster, ein neuer Duft von mir und ich finde, also ist wahrscheinlich wieder so einer, wo mit meinem Mann zusammen, wo er sagt, nö, braucht er nicht, aber meiner ist es, meine Güte, mein, also es ist mein Duft. Ich finde den, oh, das ist wieder so ein Kindheitserinnerungsding. Ich weiß nicht, an was es mich erinnert. Er riecht so, so gut. Er hat was, ich finde, das geht auch in diese brauner Zucker, so Rohrzuckermäßig geht das rüber. Aber auch was Süßes, ein bisschen blumig. Ich finde den mega. Das ist auf jeden Fall pudrig. Ein pudrig, schöner, fruchtig, spritzeliger Duft. Finde ich super. So, dann... weil es haben so ein paar Leute in der Facebook-Gruppe, Leute, wie, ja, ihr hört das immer wieder, ich habe eine Facebook-Gruppe, wo ihr mit abstimmen könnt, welche drei Düfte in den nächsten Restock kommen. Da machen immer fleißig die Leute mit, es können noch viel mehr mitmachen, weil ihr könnt eure also Wunschdüfte mit dazu schreiben. Und wenn ich das Duftöl hier in meinem Vorrat habe, wird es halt im nächsten Restock, wenn... die, also drei meistbietenden, werde ich dann halt mitgießen. Wie gesagt, Voraussetzung, das Öl ist da. So, aber zusätzlich wurde halt angefragt, ob ich eventuell sogar das Pink Sugar Duftöl habe. Habe ich mir vor einiger Zeit gekauft, aber ich habe noch nicht, habe es noch nicht gegossen, also gegossen, das Öl. Und es war allerdings nicht die Rede in der Umfrage. Aber als ich hier gegossen habe, habe ich die Tage gedacht, weißt du was, Jenny, mach Pink Sugar.
Und da habe ich es mir einfach gemacht und habe wieder Melt Cups gegossen, einfach nur in Pink mit diesen Herznuggets. Und ich habe auch Donuts gegossen. Und es ist eine wirklich krasse Pink Sugar Note. Also ich kenne Pink Sugar von vielen Duftgießerinnen. Ich persönlich habe mit Pink Sugar nicht viel am Hut gehabt, aber den finde ich super. Ich habe mir jetzt schon einen Donut bei mir vorne schon am Ausgang hingelegt, weil ich den für zu Hause haben möchte. Er ist super schön, super zum Mischen, ne? Viele benutzen den ja zum Mischen, aber das ist so eine süße, fruchtige Angelegenheit, der ist super. Ich habe Tafeln davon, aber ich zeige euch jetzt stellvertretend auch die Riegel. Ich habe wieder Riegel von meinem Creme de la Blue gegossen. Creme de la Blue ist halt die Creme in der blauen Dose, wie wir sie so kennen. Ne? Finde ich auch ein sehr, sehr gut passender Dupe dazu. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr so auf Nivea-Düfte abfahrt. Übrigens Hexenkessel, da hatte ich euch am Anfang gezeigt, meinen Halloween-Duft. Den habe ich übrigens auch in so kleinen Zweier-Melts hier gegossen. Für Leute, die jetzt zum Beispiel nicht viel Geld ausgeben wollen, sich erstmal Duft durchtesten wollen. Natürlich sind die Halloween-Düfte, wenn weg, dann weg, ne? Aber da kann man zum Beispiel Zweier-Melts sich anlegen. Dann habe ich hier auch eine Neugießung, und zwar den Dancing on Clouds. Da habe ich Cups von, ne, für die Leute wieder, die sich so erstmal ranwagen wollen. Ich habe Riegel, aber ich habe auch Tafeln davon gegossen, nur so nebenbei. Dancing on Clouds ist halt ein Kaschmirduft. Ein Kaschmirduft, aber leicht in die aquatische Richtung. Ich finde den mega. Ist wieder eine ganz andere Richtung als mein Fresh Kaschmir, aber nicht minder, weniger toll, wisst ihr, wie ich meine. Richtig toller Duft. So, hier schon mal Cut. Ich bringe die schon mal weg und dann sehen wir uns gleich mit den nächsten Düften. Weiter geht's. Ich habe nach Ewigkeit nochmal einen Bananenduft für euch. Bananen-Nussbrot. Es kommt mir schon entgegen. Der ist sowas von intensiv. Also man riecht hier Banane und Nuss. Ganz einfach. Und das sind halt so, ich sag jetzt mal, ordentliche Portionchen. Kann man, wenn man die volle Dröhnung will, kann man da vielleicht 2-3 Mal von düfteln. Aber ich würde wahrscheinlich 5 Mal von diesem Stück hier düfteln, weil das wirklich extrem, wirklich intensiv ist, dieser Duft. Davon habe ich aber auch noch Waffelherzen. Habe ich auch schon lange nicht mehr gegossen. Ich habe davon Tafeln, aber auch Brittles. Ne? Brittles sind Bruchstücke, aber extra gemachte Bruchstücke, damit ihr die besser portionieren könnt. Ne? So. Dann habe ich auch noch mal einen Foodduft. Und ein sehr beliebter dazu, habe ich mich mal ein bisschen kreativ ausgetobt. Das sind so kleine Küchleins auf Tarts, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ist das der Tea with Apple Pie. Es ist ein Teeduft. Irgendwo in diesem Duft ist tatsächlich auch eine eine Früchte-Teenote, finde ich. Ist auch in der Beschreibung mit drin. Aber viele riechen in diesem einfach nur den Apfelkuchen. Und das kann ich auch voll verstehen, weil für mich riecht er auch wirklich sehr stark nach diesen Tartin von Yankee Candle. Ein sehr intensiver und sehr beliebter Duft. Also immer wenn er da ist, ist er auch ratzfatz weg. Könnt ihr euch gerne auch dran austoben. Da habe ich einmal diese Kunstförmchen hier von. Ich habe davon Tafeln, aber ich habe davon auch Riegel. Dann habe ich einen Duft von diesen, wo ihr euch quasi entscheiden durftet. Ne? Habt ihr euch für Kristallfunkeln entschieden? Habe ich in Grün gegossen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich fand Grün irgendwie passend, unpassend. Nee, keine Ahnung. Also ich hatte da irgendwie Lust drauf und habe Kristallfunkeln dann als Riegel und aber auch als Big Cups gegossen. Und Kristallfunkeln, der ist Also intensiv ist kein Ausdruck, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich meine Gussformen dann halt, also meine Gießkannen, auswasche, ist normalerweise der Duft relativ schnell weg, aber den hier, den habe ich gefühlt immer noch in diesem Raum stecken.
Der ist wirklich mega intensiv. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an irgendein Duschgel, was ich in meiner Jugend hatte. Es ist ein sehr pudrig, intensiver, blumiger, schwerer Duft. Ich will nicht sagen orientalisch, weil das ist er nicht, aber wenn ich ein Parfüm hätte, was so in diese Richtung gehen würde, würde ich es tatsächlich als orientalisch bezeichnen, weil es wirklich extrem blumig ist, aber auf eine kaschmirartige Art und Weise. Ja, für alle Liebhaber von Knalledüften, Kristall. Noch ein Duft, den ihr euch gewünscht habt, ist Lavendelwood. Ich habe das Gefühl, ihr werdet nicht müde, euch diesen zu wünschen. Noch kann ich ihn gießen. Ich hatte das ja schon mal erwähnt. Das Lavendelduftöl hat mein dieser Dealer nicht mehr. So. Und da muss ich halt in Zukunft, wenn das irgendwann aufgebraucht ist, muss ich dann halt ein anderes Lavendelduftöl einfach mal ausprobieren. In der Hoffnung, es ist so, wie ihr es gewohnt seid. Ne, aber solange ich es gießen kann, gieße ich es für euch. Und da habe ich zum einen diese Zweiermelz gegossen. Viele. Ich habe Tafeln ohne Ende. Also, ja. Ich habe die jetzt vergraben unter diesen ganzen Melz. Tafeln. Das dürft ihr euch gerne auf der Internetseite, wie gesagt, anschauen. Ja, auch ein super Duft. Den habe ich auch ganz am Anfang meiner, ja, Duft. Gießerlaufbahn habe ich den gegossen. Da war, muss ich allerdings sagen, da war das noch nicht perfektioniert, nenne ich es jetzt einfach mal, meine wie ich gieße. Und mittlerweile ist er viel intensiver. Also ein ganz toller, weicher Tannenbaumnadelnduft, ne? Also Tannenbaum, also Kiefernadeln. Ganz toll. Also habe ich in Riegelform. Guck gleich mal, ich habe davon auch noch irgendwas anderes. Genau, hier. Cups habe ich davon. Ne? So. Na, sieht man jetzt gerade hier nicht so gut. Ja, Riegel halt. Ne? Dann habe ich noch einen Pumpkin-Duft. Und der war letztes Jahr sehr, 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 sehr beliebt. Und jeder hat halt gefühlt so gesagt, oh, ich traue mich mal dran. Und haben im Nachhinein gesagt, shit, warum habe ich davon nicht mehr bestellt? Weil der wirklich überhaupt nicht diesen Pumpkin, wie gesagt, hat. Ne? Ich finde den auch mega gut. Ich muss allerdings sagen, ich mische das auch noch zusätzlich mit Vanille, mit einem Vanilleduftöl. Habe halt eine schöne Kombination gefunden, die man super düfteln kann. Und zwar ist das der Vanilla Butter Pumpkin. Richtig toller, wirklich ein ganz schöner Foodie-Duft. Richtig, richtig, richtig toll. Und ich bin normal so nicht so der Foodie-Mensch, ne? Nochmal gegossen habe und ist der Inca Wood Dream. Das ist halt ein mega schöner, holziger, wirklich sehr intensiver Duft auch. Wenn ihr dieses Paolo Santo, heißt das, glaube ich, dieses Holz, aber die haben ja einen ganz bestimmten Duft, wenn das verbrennt. Und das riecht so toll. Ich finde, also wie so ein parfümiges Lagerfeuer, wenn man das so nennen kann. Richtig, richtig toll. Also das ist meiner wieder. Erinnert ihr euch noch an Library? Ja, den habe ich auch am Anfang ziemlich häufig gießen müssen, weil ihr den auch so toll findet. Library ist einfach ein Duft wie, ja, in der Bücherei, ne? So richtig, ihr riecht die alten, antiken Möbel, ihr riecht, ja, das klingt jetzt so negativ, aber ihr riecht in Leder gebundene, verstaubte Bücher. Soll nicht negativ klingen. Ich finde, der hat wirklich was. Also so ein Büroduft oder so. Richtig toll. Ja, dann habe ich hier einen pinken Riegel und pinke Cups. Und zwar tue ich den Riegel mal wieder weg. Geht es hier um das Parfüm Dupe von Joop, das Homme. My Mr. G nenne ich den. Habe ich euch früher schon mal gesagt. Mein Mann, der benutzt dieses Parfum sehr gerne. Im Moment benutzen wir beide nicht so viel Parfum wegen unserer kleinen Maus, damit sie unsere Düfte halt hat, ne, und nicht in einer Parfümwolke erstickt. Aber es ist 1:1 das Joop Homme. Ein ganz toll intensiver Duft, der auch sehr beliebt ist, immer wieder, wenn ich den im Shop habe. Ich tue mal wieder weg und dann sehen wir uns gleich mit den letzten Düften. So, kommen wir schon zu den letzten. Ich habe hier noch einmal den Vanilla Butter Pumpkin. Habe ich auch noch in Big Cups übrigens so gegossen. Da ist ordentlich was drin.
Oh, jetzt liegt mir der Deckel schon auf dem Boden. Also da ist ordentlich was drin. Duftet, wie gesagt, mega. Riecht für mich auch irgendwie nach einem Weihnachtsmarkt, finde ich. So. Und dann hatte ich ja letzten Monat meine Mystery-Serie, sage ich jetzt einfach mal so, was ich jetzt erstmal jeden Monat habe, weil ich habe mal eine Zeit lang, habe ich mir immer wieder kleine Größen in Shops bestellt. Die Shops allerdings jetzt nicht mehr, diesen Duft haben manche Shops einfach nicht mehr. Deswegen sind das limitierte Düfte. Darum müsst ihr einfach zuschlagen, solange der Vorrat reicht. Und deswegen habe ich auch jetzt keine besonders besonders kreative Namen für diese Düfte genommen. Und ich gieße die in Cups, sodass ihr dann halt einfach zuschlagen könnt. Und ja, und wenn die weg sind, sind sie weg. Ich schreibe in der Beschreibung, weil ich halt auch nicht mehr die kompletten Beschreibungen im Internet finden kann, schreibe ich euch wenigstens, in was für eine Richtung die in meiner Nase dann halt gehen. Und auch das Video hilft vielleicht so ein bisschen dabei. Ist halt einfach so ein bisschen Wundertüten handeln bei diesen Düften. Aber ich finde, bisher waren die Düfte sehr gut. Ich habe halt am Anfang habe ich genommen limitiertes Gelb, limitiertes Rot. Findet ihr auch noch ein paar im Shop. Aber jetzt mache ich einfach das Alphabet durch, wie A wie Anton, B wie Bertha und so weiter. Ihr kennt das Prinzip, ne? Da fange ich an bei A wie Anton. Ist in lila-gelb gegossen. Und der riecht, ja, ist auf jeden Fall ein blumiger Duft. Hat ein bisschen was von Honeysuckle, finde ich. So dieses typische Geißblatt. Sehr intensiver Duft. Ja. Gehen wir über zu Baby Bertha. Meine Maus findet das gerade voll lustig, wie die Mama hier am Quatschen ist. Baby Bertha. Ja, was ist das? Schatz, willst du mal riechen? Wonach riecht das für dich? Schokolade? Nee, oder? Echt? Ich hab grad Schokolade gegessen. Ach, warte mal, da war doch... Nee, es ist ein anderes. Du hast gerade Schokolade gegessen? Wollen wir denn Schokolade? Ah ja. Nee, es ist kein Schokolade. Ich weiß nicht, aber es riecht gut, oder? Hm. Es riecht wie Bertha. Ja, es riecht wie die Bertha. Wie die Bertha. So. Das riecht wie Bertha. Dann haben wir C wie Cäsar. C wie Cäsar ist auf jeden Fall... Hat ein bisschen was Bubblegum-mäßiges, ist auf jeden Fall was Süßes. Hm. Finde ich gut. Mag ich. Dann haben wir hier Devidora. Hier muss ich sagen, das ist ein maskuliner Duft. Und ich finde, als ich den gegossen habe, habe ich an diesen Dark Temptation von Axe gedacht. Und ich glaube, das riecht tatsächlich so. Ja, also finde ich. Dann haben wir hier Ewi Emil. Und das ist ein Sandelholzduft. Ein Sandelholz mit einem leicht was Fruchtigem drin. Mega gut. Parfümig. Finde ich gut. Effi Friedrich. Das ist, was ist das? Oder ist das das Dark Temptation? Das ist nicht das Dark Temptation. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr fruchtig maskuliner Duft. Hm. Nein, da ist was Bäriges drin. Genau, das Dark Temptation ist wirklich das D. Aber das hier ist ein fruchtig-bäriger, aber auch holziger Duft. So. G wie Gustav. Ja. Das ist ein grünlicher Duft und das ist ein Tannenbaum. Also das ist wirklich, ein Männlein steht im Walde, also ach, richtig, richtig Tannenbaum. Hier könnt ihr euch schon Weihnachten nach Hause holen, wobei ich finde ja, dass Tannendüfte, also so Kiefernwalddüfte immer gehen, da muss für mich kein Weihnachten sein. Dann haben wir noch den Harvey Heinrich. Hm. Und das ist, was ist das? Das kommt mir auch sehr bekannt vor irgendwie.
Auf jeden Fall auch was Maskulines, aber nicht dieses maskuline Duschgel. Auf jeden Fall frisch. Frisch, aquatisch. Kann man machen. Und der letzte Duft ist eigentlich der erste Duft. Weil ich habe den nämlich noch im August gegossen. Ende August. Und deswegen gehört er ja eigentlich ja, am Anfang. Ne? Weil ich schreibe euch ja immer hier, auch wenn es klein ist, schreibe ich ja darunter, wann ich die Düfte gegossen habe, damit ihr so ein bisschen Anhaltspunkt habt, so ein bisschen first in, first out, wie auch immer das ihr handhabt zu Hause. Das ist ein Lavendelduft. Also ich finde Lavendel. Und da ihr ja voll auf Lavendel abfahrt, ne, die meisten von euch, greift hier zu. Wie gesagt, solange der Vorrat reicht, ist mega der. Ich finde, das ist ein richtig schöner, krautiger Lavendel. Finde ich gut. Limitiertes Weiß heißt es übrigens. Hat natürlich gar nichts mit Lavendel zu tun, aber wie gesagt, ich hatte die ja die Limitiert-Reihe gemacht. Ja, und das war's. Das sind meine Düfte für den Restock September. Ich werde das Video schneiden und so schnell wie möglich hochladen, aber allerspätestens dann am Freitag, wenn der Restock nämlich ist um 18 Uhr. Ich würde mich super freuen, wenn ihr ja, fleißig in die Tasten haut und auf meine Seite schaut und das eine oder andere bestellt. Würden wir uns natürlich freuen, und um uns da ein bisschen zu unterstützen. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ja. Drücken die Daumen, dass ihr alles bekommt, aber ich denke nicht, dass es halt so schwierig sein wird, seine Düfte nicht zu ergattern. Aber folgt mir auf jeden Fall oder kommt in unsere Gruppe bei Facebook. Da könnt ihr nämlich mit, wie gesagt, mitbestimmen, was gegossen wird. Demnächst werde ich auch mal sowas machen wie ein Rabattcode vielleicht, wenn ich so und so viele Leute halt dort in der Gruppe habe. Oder aber, was ich auch gesagt habe, dass man wie so eine Art Umfrage macht. Jeder darf sich eine Duftzusammenstellung aus verschiedenen Düften halt wünschen. Und derjenige, der am meisten halt ja, sagt, der Duft, der klingt wirklich interessant, dann werde ich diesen gießen und werde ihn auch so benennen, wie ihr es gerne möchtet. Ja, ihr dürft euch den Namen auch erfinden quasi. Okay, das war's. Meine Maus möchte zu Mama oder hat Hunger. Irgendwas hat sie. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart, und ja, haut rein in die Tasten. Bis bald. Ciao.